Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal. In diesem Video stellen wir euch einige der 10 besten Netflix Original Serien der letzten Zeit vor. Alles, was derzeit auf Netflix hot ist und was sich wirklich lohnt. Los geht's! Platz 10. Total zerstört. Die Cobra Kai Macher gehen zurück zu ihren Wurzeln. Was ist nach einer durchzechten Nacht schlimmer als ein riesiger Kater? Die Drohung, dass eine Bombe die ganze Stadt in die Luft jagen wird. Und genau das passiert einer CIA-Spezialeinheit in Las Vegas. Nachdem sie dachten, sie hätten die tödliche Gefahr entschärft, feiern sie bis zum Anschlag, nur um festzustellen, dass ihre Bombe eine Attrappe war und nun die wirkliche Zerstörung droht. Jetzt muss das verkaterte Team Vollgas geben. Der verrückte Genre-Mix ist eine schräge Mischung aus Hangover und 24. Platz 9. Bodies. Die Handlung der außergewöhnlichen Krimi-Fantasy-Serie Bodies dreht sich um 4 Ermittler, die denselben Fall in 4 verschiedenen Epochen Londons untersuchen. Die Serie beginnt in der Gegenwart mit der Londoner Ermittlerin Sahara Hassan, die bei einer Protestaktion auf der Long Harvest Lane eine Leiche entdeckt. Im Jahr 1941 erhält der Ermittler Whiteman eine unerklärliche Anfrage, die ihn ebenfalls in die Long Harvest Lane führt, wo er eine ähnliche Leiche entdeckt. Detektiv Edmund stößt im Jahr 1890 auf die Leiche und Detektiv Maplewood entdeckt sie im Jahr 2053. Obwohl die Umstände, unter denen jeder die Leiche entdeckt, variieren, bleibt die Leiche dieselbe. Dies entführt uns in ein rätselhaftes Mysterium, das scheinbar außerhalb der Zeit existiert, während die Ermittler einander in ihrer Suche unterstützen. Obwohl die Geschichte nicht immer komplett Sinn ergibt, überzeugt die kühne High-Concept-Erzählweise und die originalgetreue Darstellung mehrerer Zeitepochen. Platz 8. Elite. Staffel 7. Schon jetzt ist die Teen-Drama-Serie um eine spanische Privatschule mit der bereits erfolgten Verlängerung um eine 8. Staffel offiziell die langlebigste Netflix-Serie. Dabei nimmt der Hype kein Ende. Nach wie vor geht es auf der fiktiven Elite-Highschool Los Encinas heiß her. Die Geschichte der 3 Schüler aus der Arbeiterklasse, die über ein Stipendienprogramm an der Schule eingeschrieben sind und ihren wohlhabenden Mitschülern, bietet den Hintergrund für toxische Beziehungen, Sex und Mord. Kombiniert mit dem coolen Look und den heißen Jungs da, ist Elite das perfekte Guilty Pleasure. Platz 7. Der Untergang des Hauses Usher. Horrormeisterregisseur Mike Flanagan, der mit The Haunting of Hill House überzeugte, ist zurück. Diesmal mit der Neuverfilmung der bekannten Gothic-Horrorgeschichte von Edgar Allan Poe, Der Untergang des Hauses Usher. In dieser modernisierten Neuinterpretation ist Roderick Usher, gespielt von Bruce Greenwood, der Leiter von einem Unternehmen, das er skrupellos gemeinsam mit seiner Zwillingsschwester Madeline Usher, dargestellt von Mary McDonald, aufgebaut hat. Jetzt hat es ein mysteriöser Killer auf die Ushers abgesehen. Sind übernatürliche Kräfte am Werk? Um die kurze Originalgeschichte für eine 8-teilige Serie zu adaptieren, greift Flanagan nicht nur geschickt auf andere Motive des Gothic-Gruselers Poe zurück, sondern mischt auch aktuelle Motive wie etwa von Succession hinzu. So ist die neue Verfilmung des bekannten Stoffes um die verfluchte Familie ein echter Serienknaller geworden. Platz 6. Alles Licht, das wir nicht sehen. Die Netflix-Miniserie Alles Licht, das wir nicht sehen adaptiert den beliebten und Pulitzer-Preis gekrönten Bestseller von Anthony Doerr. Inmitten des Zweiten Weltkriegs verwebt die Geschichte die Leben von Marie Lore und Werner. Das blinde Mädchen, das Geschichten über einen Radiosender vorliest und der deutsche Soldat, der ihren Worten lauscht. Ihre Leben sind untrennbar miteinander verbunden. Die Serie fasziniert mit einer Welt, die die Dualität von Schönheit und Kriegsschrecken emotional und dramatisch einfängt. Vor allem die selbst nahezu blinde Schauspielentdeckung Aria Mia Luberti beeindruckt. Alles Licht, das wir nicht sehen, strahlt bei aller Dramatik eine optimistische Botschaft aus, die die Dunkelheit des Krieges überwindet. Ein Fest für die Sinne und eine gelungene Buchadaption. Platz 5. Lupin, Staffel 3. Der Meister der Verwandlung ist zurück. Frankreichs Schauspielstar Omar Sy hackt in seiner Paraderolle als raffiniert charmanter Räuber den bisher größten Coup aus. Arsènes unschuldiger Vater wurde von seinem Arbeitgeber, dem einflussreichen Hubert Pellegrini, des Diebstahls bezichtigt. Aus Scham erhängte er sich in seiner Gefängniszelle. 25 Jahre später entwickelt Arsène, inspiriert vom fiktiven Gentleman-Dieb Arsène Lupin, einen gewieften Plan, sich an den Pellegrinis zu rächen. Doch dadurch geraten auch die Beziehung zu seiner Liebe Claire und das Leben von Sohn Raoul in Gefahr. Die dritte Staffel Lupin startet mit einem tollen Coup, bei dem der 45-jährige César-Preisträger Omar Sy in der Hauptrolle wieder für den typischen Mix aus Charme, Witz und Spannung sorgt, mit dem die französische Serie 2021 zum internationalen Hit und zu einer der meistgesehensten Netflix-Serien überhaupt wurde. Platz 4.
Dahmer. Die erschreckende Geschichte des Serienmörders Jeffrey Dahmer basiert auf wahren Begebenheiten. Die Miniserie besteht aus 10 Episoden und konzentriert sich auf die Morde, die Dahmer zwischen den Jahren 1978 und 1991 begangen hat. Obwohl dies nicht das erste Mal ist, dass Dahmers Geschichte adaptiert wurde, bietet das True-Crime-Drama von Netflix eine einzigartige Perspektive auf die Handlungen des grausamen Mörders. Die Serie zeigt die Denkweise eines Mörders, konzentriert sich aber auch auf die Sichtweise der Opfer und die Umstände, die die Verbrechen ermöglicht haben. Aber Achtung! Die Serie enthält extreme und gewalttätige Szenen, die für einige Zuschauer verstörend sein könnten. Besonders gruselig ist, dass Dahmer sogar einige Monate als GI in Deutschland stationiert war. Platz 3. Beef. Beef ist wohl eine der besten Serien bei Netflix und darf auf keinen Fall fehlen. Bei den 75. Primetime Emmy Awards erhielt Beef 13 Nominierungen, darunter als herausragende Miniserie. Ein gescheiterter Bauunternehmer und eine erfolgreiche Geschäftsfrau werden in einen Verkehrsunfall verwickelt. Ihre aus der Nichtigkeit heraus entstandene Feindschaft verzerrt die beiden. Mit schwarzem Humor erzählt Beef von zwei Menschen, die einander bekriegen bis zum bitteren Ende. Im Laufe der Geschichte entdeckt man, dass jeder Charakter eine doppelte Natur hat. Jeder der Protagonisten wird von den anderen als gute Person gesehen, aber der Schlechteste kommt zum Vorschein, wenn er in extreme Situationen gerät. Was Beef zudem bloßlegt, ist der ungeheure Druck, unter dem die beiden Protagonisten in der Gesellschaft stehen, die ständigen Erfolg verlangt. Beef muss man wirklich gesehen haben. Platz 2. Die Lüge. Die Lüge ist der ultimative Thriller dieses Winters. Die spannende Miniserie basiert auf Matthias Edvardssons gleichnamigen Bestseller und wird Krimi-Fans an den Bildschirm fesseln. Die 18-jährige Stella führt ein behütetes Leben, bis sie sich in den 14 Jahre älteren reichen Christopher verliebt. Für ihre Eltern, den Pastor Adam und die Strafverteidigerin Ulrika, bricht eine Welt zusammen, als Stella beschuldigt wird, Christopher erstochen zu haben. Im folgenden Prozess bekommen auch die heile Welt der Vorstadtfamilie arge Risse. Die Serie präsentiert die Ereignisse aus den Perspektiven von Stella, Adam und Ulrika, wodurch sie geschickt verschiedene Blickwinkel kombiniert. Sie behandelt Themen wie sexuelle Gewalt und stellt die Frage, wie weit man geht, um geliebte Menschen zu schützen. Das emotionale Drama entfaltet sich in einem raffinierten Spannungsbogen, durchbricht Klischees, wirft tiefgründige Fragen auf und lässt den Zuschauer bis zum Schluss mitraten. Platz 1. Die Kaiserin. Aus aktuellem Anlass erobert die Kaiserin den Thron dieser Top 10. Die deutsche Miniserie hat soeben den begehrten internationalen Emmy Award als beste Dramaserie gewonnen. Die Kaiserin konzentriert sich auf die frühen Tage der legendären österreichisch-ungarischen Kaiserin Sissi. Ein neuer, progressiver Blick auf eine der großen Ikonen der Film- und Kulturgeschichte und ein besonderer Tipp für die Weihnachtszeit. Natürlich erleben wir auch die faszinierende Liebesgeschichte von Elisabeth von Österreich mit dem österreichischen Kronprinz Rudolf, die schon in den klassischen Sissi-Filmen Millionen von Menschen zu Tränen gerührt hat. Autorin Katharina Eisen glaubt, dass bei der Neuinterpretation die Tiefe der Charaktere die Menschen überzeugt hat. Diese Geschichte handelt nicht von einer Prinzessin, die einen König heiratet. Es geht um eine aufsässige junge Frau, sagte Eisen in ihrer Dankesrede bei den Emmy Awards. Weltweit haben bereits über 100 Millionen Menschen die Serie gesehen. Eine zweite Staffel wurde bereits angekündigt. Noch ein Extra-Tipp für alle, die diese Megaserie bisher verpasst haben. Cleo hat den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis gewonnen. Höchste Zeit also, die erste Staffel nachzuholen, bevor 2024 die zweite startet. Die Action-Thriller-Serie Cleo wurde von dem Top-Autoren-Trio, den Haribos, bestehend aus Hanno Hackfort, Richard Kropf und Bob Conrad kreiert. Die Geschichte spielt 1987 und dreht sich um die Ostagentin Cleo, die von einem Unbekannten verraten und zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Nachdem sie nach dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 freigelassen wird, nimmt sie Rache an den Menschen, die sie zu Unrecht hinter Gitter gebracht haben. Ein Polizist, der von ihrer Vergangenheit weiß, eine noch wahnsinnigere Gegenspielerin und ein völlig durchgeknallter Techno-Nerd sind nur einige der abstrus liebenswert gezeichneten Gestalten, die auf eine außergewöhnliche Zeitreise einladen. So ist Cleo trotz der traditionellen Prämisse viel mehr als eine spannende Action-Thriller-Achterbahnfahrt ein echtes Juwel. Horror-Altmeister Stephen King war begeistert und adelte die Serie mit seinem Lob. Vielen Dank, dass ihr für dieses Video eingeschaltet habt. Haben wir etwas vergessen? Was ist eure Lieblingsserie zurzeit? Schreibt es gerne in die Kommentare und abonniert den Kanal für mehr Videos aus der Welt der Filme und Serien.